Willkommen zum Kein Limit Podcast. Wir sind Nico und Alex, erfolgreiche Unternehmer und eure persönlichen Coaches. Jede Woche verraten wir euch die Geheimnisse der erfolgreichsten Menschen der Welt, die ihr braucht, um eure Ziele zu erreichen. Danke, dass ihr heute dabei seid. Lehnt euch zurück und los geht's. So, moin Leute, herzlich willkommen zu dieser neuen Kein Limit Podcast Folge. Wir sind Alex und Nico und wir geben euch heute 9 Tipps, wie ihr richtig geil kommuniziert. Yes, Freunde, der Podcast wird wieder super interessant, weil euch kommt ja das Thema vielleicht bekannt vor aus dem Podcast, den wir mal gemacht haben, zum Buch Wie man Freunde gewinnt. Wenn ihr das noch nicht kennt, checkt es unbedingt ab. Das ist absolut ein absoluter Kommunikationsstandard, dieses Buch. Aber weil so viele Kommentare dazu kamen und weil das Thema ständig omnipräsent ist, wollen wir hier nochmal weiter drauf eingehen und diese Tipps sogar noch ein bisschen erweitern und auch sagen, was wir in der Zeit bis jetzt noch weiteres gelernt haben, was wir euch gerne mitgeben wollen. Deswegen, weil Kommunikation eben die absolute Grundlage ist, zwischen zwei Menschen oder zwischen mehreren Menschen, wollen wir euch diese Tipps mitgeben, weil die euch im Alltag und vor allem heute, wenn ihr diese Tipps umsetzt, extrem helfen werden. Also, los geht's. So Leute, Tipp Nummer 1 kennt ihr vielleicht, wenn ihr im Fitnessstudio trainiert. Da gibt es ja die Leute, die laufen so hin und sagen so, da muss ich aber ein bisschen gerader das Ganze hin. Okay, was meine ich damit? Ganz klar, Tipp Nummer 1, gebt einen Rat nur auf Wunsch. Also es gibt ja so diese typischen Besserwisser, die wissen es tatsächlich auch oft besser, aber sie müssen es immer ansprechen. Und ihr kennt das vielleicht, wenn so ein Besserwisser kommt und euch sagt, ey, du musst das aber so machen oder das stimmt aber nicht ganz, rein physikalisch betrachtet muss es doch anders sein. Die Leute kennt ihr und die Leute gehen einem auf den Sack. Warum geben wir das als Tipp? Nicht, weil wir sagen, trainiert irgendwie scheiße im Fitnessstudio oder scheißt auf irgendwelche Fakten, sondern wenn ihr mit anderen Leuten redet, dann versucht eben nicht dieser Besserwisser zu sein. Es ist nicht wichtig, dass ihr am Ende immer recht habt, dass ihr am Ende den anderen aufgeklärt habt, sondern die Beziehung zum anderen ist viel, viel wichtiger. Fragt euch jedes Mal, wenn ihr Kritik habt oder irgendwas besser wisst, fragt euch jedes Mal, fördert das Ganze jetzt unsere Beziehung? Oder habe ich das nur gemacht, um mich zu profilieren oder mich besser zu fühlen, indem ich dem anderen jetzt gezeigt habe, dass ich es besser weiß? Also niemals einfach Besserwisser sein, sondern lieber dann den anderen auch fragen, hey, im Fitnessstudio zum Beispiel, hey, kann ich dir einen Tipp, das ist auch schon bei manchen Personen kritisch, aber wenn ihr mit einem befreundet seid, könnt ihr es halt einfach ein bisschen vorsichtiger angehen, anstatt hinzugehen und zu sagen, ey, du musst das aber so oder so machen, weil ich weiß es besser. Das ist Tipp Nummer 1. Achtet da unbedingt drauf. Würde mich ja interessieren, was für Studios du trainierst, dass schon nicht Leute kommen. Ja, oder ich trainiere halt so scheiße, deswegen. Oder du bist der die anderen verbessert. Ja, klar. Na, das war gerade von mir. Mir ist die Beziehung egal, aber mir geht es darum, besser. Ja, wir müssen ja einen Podcast rüber machen, deswegen reiß dich kurz zusammen. Ne? Geil. Tipp Nummer 2 ist Vertrauen aufbauen. Warum ist das wichtig? Ganz logisch. Das Fundament von jeder Beziehung ist natürlich Vertrauen. Ne? Wenn du dem anderen nicht vertrauen kannst, ist es keine funktionierende Beziehung. Egal, ob das freundschaftlich ist oder mit der Freundin, mit dem Freund, whatever. Und so ist es auch in jedem Gespräch. Und das merkt ihr auch sofort an der Atmosphäre, ob das Gegenüber euch vertraut. Und wenn das eben nicht so ist, dann redet man nicht offen miteinander, dann ist es so dieser oberflächliche Smalltalk, wo man nicht tiefer kommt, beide gehen auseinander, beide haben gemerkt, das war irgendwie ganz awkward gerade und das war absolut überhaupt kein gutes Gespräch. Deswegen, wie kommuniziert man richtig? Das Wichtige ist, zu zeigen, dass man dem anderen vertraut. Und wenn ihr das Gefühl habt, der andere vertraut euch noch nicht, ist es ganz wichtig, zuerst den ersten Schritt zu gehen und auch offen zu sein und dieses Vertrauen zu erzeugen. Weil wenn die andere Person merkt, dass ihr ihr vertraut, dann ist sie auch mehr bereit dazu, euch wiederum zu vertrauen. Und jetzt die große Frage, wie funktioniert das? Am Ende ist es ganz einfach. Ihr müsst der anderen Person wirklich vertrauen. Also das sind die fundamentalsten Tipps, die aber so oft einfach missachtet werden. Man denkt immer, man muss irgendwie strategisch vorgehen, sodass es den Anschein erweckt, als ob und so ein Kram. Das Problem ist aber, dann erweckt es halt auch den Anschein, als ob. Wenn ihr so rumfaked. Und der beste Weg, eine konkrete Beziehung aufzubauen, eine korrekte Beziehung aufzubauen, wo wirklich Vertrauen herrscht, ist wirklich Vertrauen zu schenken.
Und das ist eigentlich gar nicht so schwer. Ihr müsst einfach eine Grundeinstellung haben, die darauf hin abzielt. Und in dem Moment, wo ihr es geschafft habt, dass ihr euch beide vertraut, bewegt sich das Gespräch auch in eine komplett andere Richtung. Ihr geht weg von diesem Smalltalk, der awkward ist, hin zu einem Thema, was euch vielleicht verbindet, wo ihr Gemeinsamkeiten habt, wo ihr drüber reden könnt und wo es auch wirklich zu einem Gespräch wird, was für beide Seiten gut ist. Und da wollen wir einen ganz kurzen Tipp geben, der, ich glaube, viel zu selten gesagt wird. Gerade wenn man sich das erste Mal trifft, egal ob das jetzt geschäftlich ist oder privat, die ersten paar Minuten sind immer awkward. Immer. Und wenn ihr mit dieser Einstellung reingeht und wisst, okay, komm, die ersten Minuten werden awkward, aber danach wird es immer besser, dann ist es voll fein, weil dann seid ihr vorbereitet. Und wir hatten selber noch nie Gespräche, wenn man jetzt mal ganz ehrlich mit sich selbst ist, wo sich zwei Personen das erste Mal getroffen haben und es war am Anfang irgendwie direkt cool, man hat sich verstanden, als wäre man beste Freund und so. Das ist natürlich nicht so, weil man sich noch nicht gesehen hat. So, und das ist bei geschäftlichen Beziehungen genauso. Das Gute ist aber, wenn man verstanden hat, wie sowas funktioniert, kann man den Prozess beschleunigen und Vertrauen ist das Allerwichtigste, um eben zu einer tieferen Ebene im Gespräch zu gehen und dann wirklich auch eine Bindung aufzubauen. Geil. Ich muss gerade an so viele Situationen denken, wo es immer awkward war und danach ist es aber einfach Best Friend. Ja. Und das ist voll geil. Ja. Ja. Tipp Nummer 3, Leute. Bei uns war es 5 Jahre lang awkward, ne? Das variiert halt. Also. Es variiert, genau. Es ist immer noch awkward. Für mich. Nein. Leute, Tipp Nummer 3, heute ist immer richtig lustig. Tipp Nummer 3, Ausreden lassen. Auch wieder so ein Standard-Tipp, aber fasst euch selbst mal an die Nase und überlegt, macht ihr das wirklich immer? Weil gerade wenn ihr so eine hitzige Diskussion habt, dann ist das einfach ein Zeichen von Respekt, dass ihr den anderen ausreden lasst. Vielleicht hat er eine andere Meinung, vielleicht sieht er was anders, vielleicht pumpt er euch auch gut, wenn er euch blöde anpumpt, dann vielleicht nicht, aber wenn er vielleicht hat er einfach eine andere Meinung, ihr seid angepisst, ihr wollt unbedingt was loswerden, dann versucht euch echt zu zügeln, versucht da drüber zu stehen und den anderen erstmal ausreden zu lassen. Weil wenn ihr den anderen nicht ausreden lasst, dann merkt er das auch schon wieder, der versucht euch auch ins Wort zu fallen und in so einem Fall steigert sich meistens oder schaukelt sich meistens eine Diskussion nur ins Schlimmere hoch. Aber wenn der andere weiß, okay, er kann erstmal alles sagen, er hat das Gefühl, dass er alles sagen kann und er kann es auch wirklich, dann ist es viel besser für euer Gespräch danach und am Ende ist alles viel cooler. Jetzt, weil ich gesagt habe, er pumpt euch an oder es gibt ja auch die Leute, die können einfach nicht aufhören zu reden oder die fangen euch an zu beleidigen. Ich glaube, in solchen Situationen solltet ihr entweder die Kommunikation dann beenden, einfach sagen, okay, wie hat es Tobi Beck gesagt, für dieses Gespräch steht leider nicht zur Verfügung. ich glaube, so Situationen sind dann klar die Ausnahme, aber in den allermeisten Fällen hilft es erstmal, den anderen ausreden zu lassen, weil das einfach wirklich ein Thema von Respekt ist. Yes. Tipp Nummer 4, Wertschätzung. Wieder absolute Grundlage, aber wird viel zu oft vergessen. Wir haben auch das Gefühl, dass man selber im Alltag das auch viel zu selten macht. Wir loben viel zu selten. Oftmals fällt uns ja irgendwas auf, was uns wirklich gut gefällt, aber wir sagen es nicht. Und das ist eigentlich so, das sind praktisch Opportunitätskosten, die man in dem Moment hat, weil man eigentlich eine richtig schönes, positives Ergebnis für alle Beteiligten erreicht hätte erreichen können, aber es nicht getan hat, weil man einfach nicht das ausgesprochen hat, was man gut fand. Und in den Fällen, wo man aber Dinge nicht gut findet, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man sie erwähnt, weil man natürlich diesen State von ich fühle mich gerade nicht wohl schnell beenden will. Aber das führt dazu, dass man deutlich mehr Dinge anspricht, die einem nicht gefallen, als Dinge anspricht, die einem gefallen, was wiederum für eine negative Atmosphäre sorgt. Heißt, ihr müsst aktiv mal darauf achten, dass ihr andere wertschätzt und das auch offen kommuniziert. Und das ist total, da ist ja nichts Schlimmes dabei. Wir haben manchmal das Gefühl, dass Leute das sogar peinlich finden, wenn man andere lobt, weil man sagt ja, man weiß dann nicht, wie man damit umgehen soll und es ist irgendwie awkward und so. Das stimmt überhaupt nicht. So, wenn euch was gefällt an einer anderen Person, egal in welchem Zusammenhang, auch im beruflichen Zusammenhang, wenn jemand einen guten Job getan hat, ob das jetzt ein Kollege ist, der Chef oder vielleicht ein Mitarbeiter, wer auch immer, dann sagt das. Wenn euch das auffällt, in dem Moment, wo es euch auffällt, sagt das. Das gilt auch für andere Situationen, wo ihr plötzlich merkt, ey krass, mir ist gerade eingefallen, die eine Person, der habe ich echt viel zu verdanken. Und in dem Moment, anstatt das wieder verschwinden zu lassen, denkt mal dran, ey, genau das könnt ihr der anderen jetzt gerade schreiben oder die Person anrufen oder was auch immer. Und wenn ihr solche Gesten einfach ein bisschen weiter ausbaut, dann werdet ihr zu super angenehmen Menschen, weil ihr wirklich eine der wenigen Personen seid, die positive Dinge formuliert. Und am Ende ist es eben
eine Grundlage für gute Kommunikation, weil ihr andere Personen wertschätzt. Und jeder Mensch, das ist ein absolutes Grundbedürfnis eines jeden Menschen, ist Wertschätzung. Deswegen schenkt anderen eure Wertschätzung und ihr werdet auch im gleichen Zuge mehr zurückbekommen, weil es den Leuten natürlich irgendwo auffällt und sie euch das vielleicht auch irgendwie zurückgeben wollen. Geil, du hast das gesagt, aber ich muss es nochmal betonen, damit es auch wirklich der Letzte verstanden hat. Wenn ihr dieses Gefühl habt, dann macht das wirklich sofort. Also du hast es ja gesagt, dann schreibt der Person sofort oder ruft sofort an. Ich glaube, das ist wichtig, dass ihr es nicht so wie eine To-Do, okay, ich muss dem irgendwann mal danken, sondern einfach sofort machen. Es gibt nämlich keinen falschen Moment, um jemand anderem zu danken oder einen anderen zu loben. Scheißegal, in welcher Situation der gerade ist, der wird sich freuen. Voll. Das können wir euch versprechen. Das ist ein richtig guter Punkt, weil was dann viele vielleicht falsch verstehen könnten, ist, okay, ich denke dran, dann schreibe ich mir das als To-Do auf und dann ist es geplant, dass ich dann Pluspunkte bei der Person sammle. Das ist absolut nicht das, was wir vermitteln wollen. Das finden wir auch selber scheiße, dass bei solchen Themen, egal wer einem das predigt, total oft das Ganze so eine strategische Richtung abdriftet. Und wir finden, persönliche Bindungen dürfen nicht strategisch sein. Also selbst diese Vitamin-B-Beziehung, das ist einfach was auch nicht strategisch sein darf. Das muss wirklich eine echte Beziehung sein, weil dann habt ihr auch ein gutes Kontaktnetzwerk. Ihr habt Leute, mit denen ihr euch versteht, die Leute vertrauen euch wiederum und dann könnt ihr diese Kontakte nutzen, wenn es jetzt wirklich in dem Bezug auf Kontakte nutzen stattfindet. Aber auch auf persönlicher Ebene, ganz wichtig, es muss aus euch herauskommen. Und in dem Moment, das ist ein guter Punkt von Nico, in dem Moment, wo ihr es euch aufschreibt, wird es zu einem strategischen Case. Und in dem Moment, wo ihr dann diesen Punkt abhakt, ist es plötzlich nicht mehr von euch selbst, sondern ihr wisst, ah, okay, ich habe jetzt die To-Do zu schreiben, dann überlegt euch, was ihr schreibt oder ihr ruft an und dann merkt die andere Person sofort, ey, come on, das war hundertprozentig eine To-Do-Liste, du Arschloch. Deswegen macht es einfach aus euch heraus. Das ist ganz wichtig. Das können wir aus, also in unserem Netzwerk, glaube ich, sind alles Personen, wo wir nicht unterscheiden, das sind irgendwie reine Business-Kontakte und das machen wir nur strategisch und das sind Freunde, sondern alle Business-Kontakte. Also außer zwischen uns halt, ne? Das ja, halt genau, das haben wir aber schon klargestellt. Alle Business-Kontakte, die wir haben, das sind genauso Leute, mit denen würden wir abends was trinken gehen, mit denen gehen wir auch abends was trinken, weil es eben eine normale, coole Beziehung ist. Das kann man auch mal so sagen. Ja, voll, stimmt. Ja, Tipp Nummer 5, das habe ich aber schon gerade eben kurz gesagt, nochmal hier klar als Tipp, respektiert auch die anderen Meinungen. Also lasst die anderen Leute nicht ausreden, um Respekt zu zeigen, sondern respektiert es einfach wirklich. Einfach mit dem Grundsatz, Leute, ihr steht drüber, dass jemand eine andere Meinung hat. Ihr seid quasi der Stärkere, ihr könnt damit umgehen, wenn jemand eine andere Meinung hat. Und vielleicht hättet ihr genau die gleiche Meinung, wenn ihr genau die gleiche Geschichte wie der andere erlebt hätte. Es gibt immer einen Grund, warum jemand so denkt. Er hatte einfach diese Vorgeschichte. Hättet ihr das gehabt, würdet ihr vielleicht genauso denken. Also niemals verurteilen. Einfach respektieren und dann offen damit umgehen, offen drüber reden. Weil am Ende, ich glaube, das hat Dirk Müller mal so geil erzählt, am Ende ist es immer so, im ersten Moment sieht es so aus, als hätte der Rechte und der Linke so eine extrem unterschiedliche Meinung, aber wenn sie dann zusammen am Tisch sitzen, dann merkt man, hey, den beiden ist Familie wichtig, den beiden ist es wichtig, dass es denen gut geht, dass es Menschen gut geht. Da kommt dann plötzlich so viel raus, was das eigentlich das gleiche Ziel ist, aber die kämpfen auf der falschen Ebene gegeneinander, obwohl sie am Ende eigentlich doch beides Menschen sind und beide irgendwie die gleichen Bedürfnisse und Ziele haben. Und das im Hinterkopf immer behalten, wenn jemand eine andere Meinung hat. Yes, das ist mega wichtig. Tipp Nummer 6 nennt sich hier Ich-Botschaften aus dem Grund, weil es ganz oft auch in solchen Büchern, wo es um Kommunikation geht, dieses Kapitel hat Ich-Botschaften. Konkretes Beispiel, wenn euch etwas stört, sollte es natürlich nie so sein, dass ihr sagt, du hast das falsch gemacht, sondern eher aus der Perspektive, mich stört es das. Aber, ganz, 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 ganz großes Aber, wir wollen diese Regeln nicht einfach so unterschreiben, weil wir selber niemals sagen würden, mich stört es das, weil wir glauben, dass das wiederum zu strategisch ist. Wir glauben, das klingt wie aus dem Playbook. Wirklich, wie eine Regel, offensichtlich Tipp Nummer 6, Ich-Botschaften. wie eine Regel, die ihr auswendig gelernt habt und dann anwendet. Und das ist das Schlimmste. Wenn ihr nicht nur einfach eine Regel korrekt anwendet, Anführungszeichen, sondern wenn die andere Person auch noch merkt, dass ihr gerade eine Regel anwendet. Das ist der absolute Worst Case, weil dann ist die Show vorbei. Und ihr könnt davon ausgehen, dass auch andere Personen sich mit solchen Themen beschäftigen. Deswegen kann die Wahrscheinlichkeit hoch sein, dass sie diesen Tipp Nummer 6 kennen. So, jetzt die Frage, was macht man stattdessen? Unserer Meinung nach ist es einfach nur wichtig zu verstehen, dass es niemals richtig ist, zu sagen, du hast das falsch gemacht. Warum? Damit erreicht man zwei Dinge.
Erstens, man kritisiert die andere Person und bewertet das, was sie tut, was generell schon mal keinen guten Effekt erzielt, weil das automatisch die andere Person in eine Abwehrreaktion stellt. Und zweitens, und das ist teilweise sogar noch schlimmer, man stellt sich über die andere Person und nimmt sich plötzlich das Recht, über die andere Person zu urteilen. Wer sagt denn, dass das jetzt gerade falsch war? Das ist doch auch nur die eigene Meinung und irgendwie gefällt einem nicht, was die andere Person gerade gemacht hat. Aber vielleicht liegt es nicht daran, dass die andere Person wirklich einen Fehler gemacht hat, objektiv betrachtet, sondern dass es nicht in euer Bild gepasst hat. Und aus dem Hintergrund habt ihr kein Recht dazu, die andere Person zu beurteilen. Und genauso umgekehrt, wenn es jemand bei euch macht. Deswegen, wenn irgendwas passiert, was euch nicht gefällt, was euch ein unwohles Gefühl gibt oder wo ihr tatsächlich ernsthaft der Meinung seid, dass das gerade falsch war, dann redet da offen drüber, aber sagt es genau so offen, wie ich es auch gerade gesagt habe. Und nicht nach Motto, okay, ich muss jetzt aufpassen, dass ich die andere Person nicht kritisiere, deswegen mache ich jetzt eine Ich-Botschaft und dann sage ich jetzt, warte, ich möchte, dass du, wie war das nochmal? So, genau so eben nicht, sondern einfach natürlich und offen drüber reden. Das ist eigentlich der ganze Tipp. Fertig. Tipp von mir. Ich möchte, dass du, du hast schon wieder die Scheiße gemacht. Genau. Du machst immer alles falsch. Immer und alles sind auch so zwei Wörter, die man nie verwenden sollte. Tipp Nummer 10. Ja, genau. Geil. Tipp Nummer 7, Leute, begründet eure Meinung. Wenn ihr in einer Diskussion seid und eine Meinung vertretet, dann begründet die immer. Also nicht einfach sagen, ey, das ist halt so, ich habe recht, ich weiß das halt besser, sondern erklärt einfach euren Hintergrund. Das ist das, was wir gerade eben hatten. Versucht, den anderen zu verstehen. Seid euch bewusst, dass er eine andere Geschichte hat. Genauso müsst ihr aber auch dafür sorgen, dass der andere euch verstehen kann. Deswegen erklärt dem anderen, warum ihr so denkt, wie ihr zu dieser Meinung gekommen seid, was euer Hintergrund ist, weil dann hat die andere Person eben die Chance, euch zu verstehen und dann seid ihr quasi, oder jetzt haben wir quasi die andere Seite vom Dialog gemacht, um dem anderen zu helfen, das besser auszunutzen. Und die Beziehung wird wieder viel besser sein und die Kommunikation, also Meinungen immer begründen. Und da auch wieder natürlich wichtig, nicht so begründen, hier, weil fuck, hab, bitch, hab dich, sondern einfach wieder diese Geschichte erzählen. Warum denkt ihr so, was ist der Hintergrund? Und nicht wieder so arschlochhaft. Ich habe hier 3 Beispiele und du hast 2, also habe ich recht. Geil. Aber es ist halt echt so, ne? Viel zu viele Leute machen das genau so. Das ist ja Hammer. Ja. Okay. Tipp Nummer 8, keine Monologe. Also genau das, was wir gerade mit euch machen. Ihr müsst 100% zuhören, wir reden 100%. Das dürft ihr nicht machen. Auch für uns ist gut, ne? Nee, also ihr kennt alle Leute, die einfach nonstop reden und einfach nicht mehr aufhören zu reden. Und ihr sitzt so da und denkt euch, komm, eigentlich juckt es mich gerade echt kaum. So. viel sympathischer ist es wirklich, wenn ihr mehr zuhört. Also wenn ihr euch anstrengt, mehr zuzuhören. Und da gibt es wieder so eine Regel und da gibt es sogar wissenschaftliche Belege dazu anscheinend, dass 70% zuhören und 30% reden ist laut Forschern die angenehmste Gesprächsaufteilung für dein Gegenüber. Wir mussten vorhin schon mal über diesen Satz lachen, weil wir uns so zwei Sheldons vorgestellt haben, die so ein Gespräch von einem Paar beobachten und dann genau analysieren, was sie machen, weil sie gerade selber gar nicht merken, dass sie überhaupt keine Kommunikation können. Also, richtig geil. Deswegen, also das ist wirklich nur eine Richtlinie, dass ihr im Kopf habt, okay, wenn ihr mit anderen Personen zu tun habt, versucht nicht zu viel einfach selber zu labern, sondern versucht euch für die andere Person zu interessieren und sie reden zu lassen. Und dann ergibt sich auch automatisch ein geiles Gespräch. Das Beste ist natürlich, wenn ihr gar nicht mehr drauf achtet und es einfach läuft. Aber wenn ihr eben merkt, gerade am Anfang, in dieser awkward Situation, die wir am Anfang schon angesprochen haben, da ist der größte Fehler, den ihr machen könnt, wenn die andere Person nichts sagt, einfach nonstop weiterzureden, weil das macht die ganze Awkwardness einfach noch viel schlimmer. Dann stellt lieber eine Frage, sodass die andere Person reden kann und dann führt es eben auch dazu, dass ihr selber seht, krass, das, was die Person gerade gesagt hat, das ist vielleicht was auf einer Ebene, wo wir uns connecten können und dann schafft ihr den Schritt 2 praktisch in die eigentliche Connection. Yes. Und vor allem, das hat ja den positiven Nebeneffekt, nicht nur, dass die Kommunikation besser läuft, sondern ihr auch die Chance habt, was anderes zu lernen, ein anderes Bild zu bekommen. Also ihr wächst ja nur dadurch, dass ihr zuhört. Wenn ihr redet, dann habt ihr gar nichts davon, weil das, was ihr redet, wisst ihr ja schon. Wenn ihr das so verinnerlicht, dann ist der Tipp auch gar nicht mehr schwer, weil ihr einfach selbst motiviert sowieso zuhören wollt, weil zuhören viel geiler für euch ist, wie selbst reden. Voll, ja. Okay, Tipp Nummer 9 und das ist der letzte Tipp, außer Tipp Nummer, was war Tipp Nummer 10 gerade eben noch? Immer und alles. Immer und alles, genau. Das merken wir uns. Aber Tipp Nummer 9 vorher ist natürlich auch ganz wichtig, also wirklich wichtig, nämlich Aufmerksamkeit. Die wichtigste oder
Wenn ihr in der Kommunikation seid und der andere Person achtet nicht auf euch, guckt weg, guckt woanders hin, guckt euch nicht mal ins Gesicht, dann pisst das einfach unglaublich an. Genau, das ist wieder ein Zeichen von Respekt. Wenn ihr mit anderen Personen redet, dann seid in dem Moment auch für die andere Person da. Seid zu 100% fokussiert auf das Gespräch. Sagt nicht einfach nichts und denkt, dass ihr deswegen zuhört, sondern hört aktiv zu. Versucht aufzunehmen, was er sagt. Versucht euch das zu merken, sodass ihr dann auch darauf eingehen könnt. Und lasst den anderen nicht einfach nur ausreden und dann sagt was komplett anderes, sondern hört zu und seid einfach im Moment da. Das wird eure Beziehung verbessern. Es ist einfach... Ja, weil wenn ihr nicht wirklich zuhört und wenn ihr nicht wirklich aufmerksam in so einem Gespräch da seid, dann werdet ihr niemals diese wichtige Beziehung haben, diese Beziehung, wo am Ende andere Leute sagen, ja, das war doch nur Vitamin B. Das werdet ihr nie bekommen, wenn ihr nicht aufmerksam zuhört, weil dann kommt ihr nie aus dieser Awkward-Ebene raus. Aufmerksamkeit, Leute. Hammer. Und Tipp 10, nie, immer und alles. Den Tipp kann man vielleicht nochmal ein bisschen näher erklären. Es gibt diese, ist das ein Superlativ? Ich weiß gar nicht, was grammatikalisch der Begriff ist. Aber diese Übertreibungen aufs Maximale, wenn man beispielsweise sagt, immer machst du alles falsch. Das ist so ein typischer Satz, der zur Ehekrise führt. Immer alles, nie und solche Sachen, das sind Verallgemeinerungen, die einfach gar nicht stimmen können. Und das ist einfach ein Wort, was emotional aus einem rauskommt vielleicht, weil man vielleicht an mehrere Erlebnisse denkt, die sich gehäuft haben und dann war es häufiger so und bla. Aber gleichzeitig kann es gar nicht immer alles oder nie sein. Und das führt eben bei der anderen Person zu einer extremen Abwehrreaktion, die dann das ganze Gespräch von der sachlichen Ebene auf einen komplett persönlichen Bitchkrieg eskalieren lässt. Und das ist natürlich die dümmste Ebene, die es überhaupt gibt, weil da kommt man nicht mehr raus. Das muss man dann direkt werden und sagen, okay, warte kurz. Wir merken gerade beide, das ist gerade kompletter Bullshit, was wir hier gerade machen. Lass mal ausruhen, runterkommen, chillen und dann reden wir weiter so. Das ist vielleicht auch ein Tipp. Wenn ihr merkt, ihr habt irgendeine Streitigkeit und ihr kommt komplett von der sachlichen Ebene runter, nur noch auf eine persönliche Ebene, dann beendet das so schnell wie möglich. Also beidseitig. Gar nicht böse gemeint, sondern realisiert das, ey, warte mal, alles, was jetzt gesagt wird, ist unter Umständen wirklich gar nicht so gemeint. Deswegen macht schon mal so eine Wand davor, sodass ihr euch nicht persönlich angegriffen fühlt. Und dann sagt einfach, ey, ganz kurz, bevor ich auch was Falsches sage gegenüber dir und du was gegenüber mir und dann haben wir ganz viel Streit und so ein Kram, lass es hier beenden und wir reden wann anders drüber. Das ist vielleicht auch ein guter Tipp, wie man sowas beenden kann. So. Geil. Zusammengefasst, und das ist mir gerade nochmal eingefallen, das hatten wir eigentlich gar nicht als Tipp drin, aber das ist vielleicht so die Abstraktionsebene, auf der ihr das Ganze verinnerlichen könnt und dann intuitiv anwenden könnt. Merkt euch einfach, wenn ihr in Gespräche geht mit Personen, die ihr noch nie vorher gesehen habt, gibt es eine Awkwardness-Phase. Die ist ganz normal, die hat jeder, die haben wir auch und die hat jede andere Person auch. Immer wenn man sich das erste Mal trifft, immer, in vielen Fällen, wo man sich das erste Mal trifft, dann ist es erstmal awkward. Das ist aber normal und das Wichtige ist, aus dieser Awkwardness-Phase rauszukommen, um in ein normales Gespräch zu kommen, wo man Vertrauen aufbaut, wo man sich gegenseitig versteht, über Gemeinsamkeiten redet und so weiter. Und da könnt ihr eben die ganzen Tipps anwenden, aber, und das ist uns ganz wichtig, versucht diese Tipps nicht auswendig zu lernen, sondern nehmt sie einfach als Ansätze, als Inspiration und geht ab jetzt aber einfach weiter in Gespräche, komplett natürlich. Aber in dem Moment, wo ihr solche Trigger merkt, könnt ihr vielleicht richtig reagieren mit diesen Tipps, die wir euch gegeben haben. Nur bitte versucht sie nicht nacheinander abzuhaken, weil dadurch erreicht ihr genau das Gegenteil. Das sind genau die Leute, die versuchen, alles richtig zu machen und am Ende eigentlich dadurch alles falsch machen. Werdet nicht zu solchen Leuten, sondern seid einfach natürlich, seid authentisch und das ist das Beste, was ihr überhaupt machen könnt. Geil. Leute, wenn ihr jetzt noch mehr über uns erfahren wollt, dann folgt uns unbedingt auf Instagram. Ihr findet Alex unter @AlexGieseke und mich findet ihr unter @NicoSchork. Checkt auf jeden Fall mal unsere Profile ab. Wir nehmen euch in den Storys so in unseren Alltag mit. Also wenn euch so interessiert, was hinter den Kulissen von Kein Limit, von Simple Club abgeht, keine Ahnung. Wir sind sehr viel unterwegs, versuchen euch da mitzunehmen. Also das lohnt sich auf jeden Fall, um da nochmal mehr Einblicke zu bekommen. Und ihr kriegt auch immer alle News, seid immer up to date. Dann lohnt sich's. Yes. Und es kostet nichts. Ja, noch nicht. Folgt jetzt kostet es noch nichts. Scarcity. Geil. Leute, in dem Sinne, danke euch fürs Zuhören oder Zuschauen. Wir sehen uns und hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, eine geile Woche. Ciao. Bis dann.